Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Und zwar habe ich mir geholt den Wilkinson Hydro 5. Den hatten sie bei Rossmann im Angebot, den Hydro 3 und den Hydro 5. Und der Hydro 5 war halt im Preis nochmal gesenkt. Der Hydro 3 hat 7,99 gekostet und der Hydro 5 4,99. Und ich hatte früher schon immer Wilkinson, bin dann aber, nachdem die Macht 3 Dinger waren, halt nicht so, und weiß ich nicht, was ich da hatte. Da hatte ich so einen silbernen, keine Ahnung, der war halt nicht so pralle. Also bin ich dann von Wilkinson zu Gillette gewechselt. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit, einen Wilkinson zu holen. Und zwar zeige ich euch auch genau den Grund, wegen Assassin's Creed. Ja. Und der ist blau-schwarz, sieht schick aus, blau und schwarz, zwei von meinen Lieblingsfarben. Und der hat 5 Klingen, und da habe ich gedacht, Mensch, für die Sicht musste dann unbedingt, also für das, was ich in der Sicht rasiere und vor allen Dingen für hier unten, werdet vielleicht doch echt mal eine Überlegung wert, das Ding mal zu testen. Ja, und ja, da ich sowieso Assassin's Creed-Fan bin und alles habe, hat mir das halt noch eine Sammlung gefehlt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier ein gratis Ingame-Gegenstand drin ist, den ich noch nicht habe, weil ich den Season Pass habe. Ich glaube nicht, dass sie nur für Wilkinson da ein extra Ding rausklatschen. Aber ich bin auf den Hydro 5 bin ich echt gespannt. Wir werden das mal auspacken jetzt zusammen. Übertreiben das aber auch immer mit dem Einpacken ganz schön. Und ganz vergessen zu erzählen, ich hätte das gar nicht mehr gesehen. Ich war da eigentlich nur, um Autogrammkarten auszudrucken, weil ein paar von euch Autogrammkarten wollten. Die habe ich dann ausdrucken lassen, und da habe ich dann noch, warte mal, bevor wir weitermachen, so ist ein bisschen persönlicher. Da habe ich dann noch die Suse und Diana getroffen, die ich jetzt hier erstmal grüße. Hey Suse, hey Diana. Mit denen war ich dann auch noch einen Kaffee trinken, haben noch ein bisschen geschnackt haben wir noch. Und die Suse, die habt ihr schon mal, wenn ihr im Odins Thron-Kanal, das Video, wo ich einfach nur filme, wie ich mit Auto fahre, ohne großartig zu quatschen, da, wo ich anhalte an der Ampel und rausblicke, das ist die Suse. Die sieht man da aber auch nicht. So, und jetzt werden wir das mal hier auspacken. Haben wir immer hier gratis Rasierer, Scherenpaket. Okay, hier ist unser Aufkleber. Dann haben wir hier den Rasierer, die Klingen Hydro 5. Oh, das ist gut. Ach so, nee, das ist nicht gut. Ist ja nur zum Hinlegen. Ist ja auch, also weiß ich nicht, da muss ich sagen, da waren die von Wilkinson, die alten, die Dinger, die ich hatte, waren schon wesentlich besser. Also die Standdinger, diese, da war jetzt nicht so Billard-Plaster einfach nur so hingeklatscht, was du denn so machen kannst und dann halt den Rasierer so aufmachen kannst. Also die alten, die waren dann schon ein bisschen robuster. Da hattest du hier vorne auch Platz für die Klingen. Das war so ein Komplettding. Und das ist jetzt einfach nur Plaste gegossen, wo du den Rasierer aufmachen kannst. Hätten sie jetzt wenigstens einen Saugnapf hier oben ran gemacht, dass man das Ding dann so an die Wand klatschen kann. Neben der Wanne oder so. Das wäre ja was wert, aber also das finde ich jetzt hier nicht so, ist jetzt nicht so erwähnungswürdig. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Klingen hier von dem Hydro 5 an. Ich muss mal gucken, wo die hier aufgehen. Gehen die hier auf. Ich will auch nicht die so aufmachen, dass ich hier gleich alles auseinanderwichse. Oh, naja, machen wir den trotzdem. So, wie viele Klingen haben wir mit bei? Die Verpackung finde ich schön. Also mit dem Blau hier. Mit so einem blauen Deckel. Hier können wir die dann einfach rausnehmen und hier wieder verpacken. Ist also für unterwegs, ist das gut.
Ach so, können wir auch aufschieben. Ja gut, wollte gerade sagen, weil so immer so abheben ist auch doof. Aber ja, hält auch relativ. Hydro 5 steht auch drauf. Vier Klingen sind mit bei. Die sehen aber ganz schön fett aus, muss ich sagen. Ja, aber für 4,99 kann man nicht verkehrt machen. So, dann haben wir den Hydro. Ach, hier ist ja noch eine Klinge auch noch drauf. Sind das auch die gleichen? Weil die kenne ich damals von meinem Mach 3. Da waren komplett andere Klingen. Da war hier unten Alu-Rivera-Dings, schieß mich, Bändchen, tot, Dings da, Bums da. War beim Original grün und bei den nachgefüllten Packs war es immer grau, die relativ schnell kaputt gegangen sind. Bei dem grünen, das hat ewig gehalten. Aber die sehen wirklich identisch diesmal aus. Der hat auch so ein Gummi. Hier vorne ist auch so ein bisschen Plaste, also der liegt gut in der Hand. Ah, hier können wir den rausmachen. Also an der Technik von Wilkinson hat sich nicht viel geändert. Das ist genauso, wird genauso festgemacht wie meine alten Mach 3 und so. Also da hätte ich auch den Mach 3 nehmen können, aber die habe ich ja nur in Silber. Schwarz, also so silberne, schwarze Silber mit Blau hatte ich noch nicht. Und das finde ich ganz interessant. Aber hier mit dem, über den Standfuß bin ich jetzt nur nicht gerade begeistert. Das ist Billardplaste. Aber jetzt kommen wir mal zum Ganzen. Jetzt kommen wir zum Assassin's Creed. Oh, mal zuhalten. Ein Code. Was soll ich mit so einem langen Code? Den kann ich doch bei mir ja nicht eingeben. Gehe auf assassinscreed.com. Willkommen. Erstelle ein Uplay-Konto. Brauche ich nicht, habe ich. Gib den unten stellenden Code ein. Dein exklusiver Code für den Ingame-Gegenstand bekommst du per E-Mail zugeschickt. Jo. Hier steht auch nicht, welcher Ingame-Gegenstand das sein wird. Steht nicht da. Hier steht nur Assassin's Creed Ingame-Inhalt sichern. Mehr steht hier echt nicht. Ich werde das mal gucken. Ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht werde ich das auch noch aufnehmen mit Dings und dann hinten noch jetzt ranhängen, was ich da für einen Ingame-Gegenstand bekommen habe. Dass ihr das seht, werden wir das dann mal aktivieren. Mal gucken, wann die E-Mail denn überhaupt rausgeht und wann die kommt. So, dann habe ich das jetzt hier schon mal erledigt. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal für heute. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.